Lehmfeinputz aufbringen ohne Risse beim Trocknen. Du möchtest einen Lehmfeinputz aufbringen und fragst dich, wie man diesen optimal verarbeitet, sodass keine Risse entstehen in der Oberfläche. Was musst du dabei beachten? In diesem Video gebe ich dir eine genaue Anleitung, was du tun musst, damit du ein sauberes, gutes Ergebnis mit deiner neuen Lehmwand hast und absolut zufrieden sein wirst. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lukas vom Naturbaustoffhaus. Heute geht es um Lehmfeinputz, wie man den richtig verarbeitet, verputzt. Den Lehmfeinputz gibt es in Big Bags 1000 Kilogramm oder auch als Sackware 25 Kilogramm. Bei trockener Lagerung kann das Material quasi ewig aufbewahrt werden. Wir benutzen in diesem Video natürlich Konduto Lehmfeinputz. Kurz etwas zur Ergiebigkeit. Ein 25 Kilogramm Sack Lehmfeinputz ergibt ca. 17 Liter Putzmörtel. Diese Menge reicht bei einem Putzauftrag von 3 mm für ca. 6 Quadratmeter. 1000 Kilogramm ergeben bei 680 Liter Putzmörtel und reichen bei 3 mm Putzauftrag für ca. 240 Quadratmeter. Nur als kleine Info für euch. Auf 25 Kilogramm Lehmfeinputz trocken rechnet man ca. mit 5 Liter Wasser. Die angegebene Wasserzugabe ist aber auch vom Verarbeiter abhängig. Lässt er den Lehmputz einsumpfen oder nicht? Dazu sage ich später nochmal was. Und es hängt auch von dem Untergrund ab. Habe ich einen stark saugenden Untergrund, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Oder nässe den Untergrund entsprechend vor, dann muss der Lehmputz nicht ganz so schluffig sein. Je nachdem hängt es deswegen von der Verarbeitungsart ab und von der Auftragsstärke ebenso. Also los geht's, wir reden nicht lange drum rum, der Sack wird aufgemacht und das Wasser wird hinzugegeben. Nach der Wasserzugabe wird das Ganze wieder eingesumpft, ihr kommt dann zurück, das Wasser ist optimal in den Lehm eingezogen und jetzt wird nochmal die Konsistenz überprüft, ob sie gut ist. Es kann sein, ihr müsst nochmal einen Schluck Wasser dazugeben, wenn das so ist, dann gebt einfach nochmal einen Schluck Wasser dazu und rührt es nochmal mit dem Quirl durch. Der Untergrund muss fest, sauber und frei von filmbildenden Trennmitteln sein, etwas rau und natürlich trocken bzw. vorgenässt von euch, weil der Lehmputz nur hygroskopisch abbindet, physikalisch abbindet. Der Putzmörtel wird entweder mit der Kelle aufgezogen oder mit der Putzmaschine angespritzt. Die Stärke des Putzauftrages bei Lehmfeinputz liegt ca. zwischen 2 und 3 mm. Je nach Zeitpunkt der Bearbeitung kann die Oberflächenstruktur unterschiedlich gestaltet werden. Grundsätzlich ist die Struktur feiner, je später der Putzmörtel abgerieben oder geschwemmt wird. Und nicht vergessen, wir arbeiten wie immer auch beim Lehmunterputz mit viel Druck. Also ihr drückt den Lehm immer richtig gut an die Wand hin, sodass keine Luftlöcher entstehen. Abschließend das Ganze trocknen lassen. Den Lehmfeinputz kann man so als Endfinish lassen im Prinzip. Mir gefällt das Lehmbraun, manchen gefällt es nicht so. Und wer es bunt will, der kann noch mit Lehmfarbe weiterarbeiten oder mit einem Lehmedelputz. Dazu haben wir schon mal ein separates Video gemacht, wann man was nimmt. Das verlinke ich euch hier oben. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr über nachhaltiges Bauen und Lehmputz rausfinden möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal. Falls du eine Frage hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten jede Frage. Weitere Videos von uns wie immer hier und hier. Unabhängig davon, ich wünsche euch alles Gute. Euer Lukas vom Naturbaustoffhaus. Ciao, ciao.